So, da sind wir wieder zu Zockerzimone Spiel Dead Space mit Folge. Ich hab's mal extra aufgeschrieben. Okay, 47 sollte es sein. Hoffe ich zumindest. Ja, und ja, wir haben heute Diplomatie auf dem Programm. Ja, wir haben es ja in der Jubiläumsfolge angesprochen und du hast es ja, glaube ich, auch mit ein paar Kunden aus der Community. ja, mit ein paar Zuschauern in der Community da ein bisschen besprochen. Genau, also es wurde ja gefordert, dass wir es mal friedlich probieren und wir hatten es ja auch in der Jubiläumsfolge versprochen. Und dementsprechend, ja, wir halten unser Wort. Wir werden es versuchen. Jetzt hätte ich ja fast mit dem Feuer verhandelt. Schlechtes Timing. Ja, aber ich glaube, da ist wirklich nichts drin. Da bin ich ja wirklich mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir den ersten Kontakt aufnehmen. Wir müssen den, glaube ich, ganz nach oben fahren, weil da waren wir noch gar nicht. Okay. Deck A. Let's go. Ja, doch, das ist ja wieder der Todesfahrstuhl, wo so viele Gegner kamen. Ne? Da habe ich richtig auf den Sack bekommen. Ja. Ich weiß auch, ich hatte ja Glück bei meiner Fahrt, aber dass sie da hier auch wieder friedlich. Lass uns so eine Ruhe. Was? Hier, wir wollen nur verhandeln, Mann! Was ist hier los? Verhandlungsfehl 1. Diplomatie hat ja also erstmal nichts gebracht. Nee, also ich befürchte, diese Schwarzen haben wir jetzt quasi rausgetestet. Also die mit den schwarzen Hosen und der schwarzen Haut. Oh je. wie soll man das politisch korrekt formulieren? Auf jeden Fall, das war ein Angry Motherfucker. Ja, das ist politisch korrekt. Er wollte mit uns schon mal nicht eher friedlich verhandeln, also das heißt, den überspringen wir mal. Aber es gibt ja noch andere Aliens. Man kann ja nicht von einem Alien aufs nächste oder von einem Richtig, wir wollen jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren. Richtig. Na, der kriegt jetzt auf den Sack. Haben wir gleich mal Gelegenheit, unsere neuen Waffen zu testen, ne? Ja, wir haben eben gerade nochmal offscreen den Ripper nochmal ein bisschen aufgebohrt. Sprich, er macht jetzt ein bisschen mehr Schaden, die Klinge ist auch wieder ein bisschen länger draußen. Richtig, also neue Waffe war mein Fehler, also neue aufgepowerte Super Ripper hier. Oh je. Sieht aber gut aus. Ja, wunderbar. Gut, also Schwarze sind klar, gehen nicht. Was kommt als nächstes? Ja, aber gucken wir mal. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche vernünftigen Aliens hier. Ja, vor allem die auch nicht gleich einen Zentimeter vor uns. Hier, schau mal, der hier. Der hat Köpfchen! Der wollte uns noch begrüßen, glaube ich, ein Küsschen oder so. Was wollen wir eigentlich gerade? Ja, wir kommen in Frieden, wir wollen hier eigentlich nur kurz durchlaufen. Wir kommen in Frieden, ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich gebe die Decke. Wenn die uns ausgehört haben, dann verstehen die das auch. Also, was wollten wir sagen? Wir wehen die weiße Flagge. Genau. Wir schenken euch auch einen... Ja, hier, Becher. Gib ihm einen Becher Kaffee. Bied ihn... Will er nicht? Oh, Mann. Ja, obwohl, vielleicht Küsschen. Fällt er dir um den Hals. Ein Franzose. Der ist auch ein Franzose. Franzmann. Aber nein, er hat unseren Körper gekapert. Das war auch geil. Das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen, Alter. Diese kleine... Geil! Was ist das denn? Ja, Isaac, endlich sehen wir mal dein Gesicht. Jetzt oder ist er gleich 100% hübscher geworden. Ja, aber also der Fehl, der war es direkt wert, muss ich sagen. Das war ein schöner Death. Ja, hab auf ihn gut jeden gefallen. Fall. Gut, also klar, diese kleinen Tentakelviecher mit Köpfchen lasse ich also auch nicht. Oh, aber netter Rücksetzpunkt. Okay, hat sich das wenigstens nicht gleich so bestraft, unsere Nettigkeit. Ich war auch nie ein Fan von diesen kleinen Viechern, muss ich ehrlich sagen. Nee. Also, sie sind auch zu insektenlike. Oder? Ich meine, so spinnenmäßig, wo ist das Viech? Frage ihn doch. Hoffst du? Ach, da. Nee, das war ein. War das nicht irgendeiner mit Kopf? Ja, den einen habe ich schon tot. Ja, aber waren das nicht zwei mit Kopf? Ich habe auch schon zwei tot, aber ich weiß nicht, ob das kann so gut sein, dass es vier sind, sagst du, insgesamt? Vielleicht. Aber sieht selber aus. Aber nochmal konstatieren, also bisher nicht besonders erfolgreich verlaufen, diese Idee. Wir sind natürlich über jeden Input. Da sind wir froh, den wir bekommen, aber das war ja erstmal ein Schuss ins Griff ins Klo, heißt es, glaube ich. Ja, aber vielleicht haben wir auch einfach noch nicht den richtigen Gegnertypen gefunden. Also bin noch positiv. Ich bin auch positiv. Ich bin noch neutral, aber einen Versuch würde ich sagen, geben wir ihm noch. Echt, aber jetzt haben wir Pech gehabt, würde ich sagen. Okay, alles friedlich. Vielleicht kannst du ja mit dem Ascheimer hier reden. Wir können ja auch mal fragen, einen mitnehmen oder was? Vielleicht braucht er einen. Ja, also das wäre doch ein guter Einstieg, ne? Raucher, ja, hier kommt das Level ist durch, Digga. Das Level ist durch. Müssen wir also im nächsten Teil der Ishimura testen. Ob da vielleicht ein paar friedlichere Konsorten am Start sind. Oh ja. Wo fahren wir denn hin überhaupt? So, wo waren wir überhaupt? Im grünen Bereich da, glaube ich. Im grünen Bereich. Im grünen Bereich. Meinst du, wir fahren wieder zum grünen Bereich hin, zu einem anderen grünen Bereich? Oder was ist das jetzt hier? Ja, komm. Ich weiß nicht, was sich bei mir immer noch dagegen sträubt, abzuspeichern.
Ich bin ja nötig, so. Oder gerade ich auch. Und jetzt? Oh, wir fahren hier in den rosa Bereichen. Der wird jetzt aber wieder auf die Brücke. Schon die wieder. Da waren wir ja schon. Da könnten wir links wieder finden, ne? Peter Menser. Ja, und wir können vielleicht jetzt ein paar von den Kisten und Schränken aufmachen, die wir vorher nicht aufmachen konnten. Ah, du meinst ein paar neue blaue Schränke? Mhm. Da ist ja schon einer. Zack, das geht gut los. Also Pack, sie mal gerne gesehen. Ah, Story-Alarm. Du hast dich ja bereit erklärt, ne, die Story mal damit zu verfolgen. Ja, und das ist ja auch schon weg. Zack, ich habe unfair gelesen. Ja, also das sehe ich auch so. So wie, unsere, wie unsere freundlichen Avancen bisher mit Gewalt begrüßt wurden. Das ist echt ein bisschen schade. Na, guck mal, das ist auch so ein Raum, der immer für totale Friedlichkeit gestanden hat, bei der anderen Besuchen, wo wir hier waren. Wer waren eigentlich nur die Verbrecher? Ah, oh, hast gesehen, jetzt der Fahrstuhl hier zugewuchert. Ach ja, das war vorher noch nicht so. Genau. Oh ja, guck mal hier, den, rede mit ihm. Rede mit ihm! Ach ja, stimmt, Entschuldigung, ey, sorry. Yeah, sorry, Du hast ja so eine Lampe, du kannst uns mal den Weg zeigen, wo wir hin. Der hat auch noch seinen Bruder dabei. Hast du was, was du ihm anbieten kannst? Ich weiß nicht, ich geh mal gucken. Da haben wir doch bestimmt was. Irgendwie. Irgendeine Kiste oder sowas? Die haben ja auch Bock auf Loot, oder? Ja, gehe ich mal von aus. Also, die schleppen ja häufig Loot mit sich rum. Ja, obwohl sie keine Waffen haben. Ich hab eine Idee. Ah, okay, aufmachen und Credits hinschmeißen. 10, 1000 Credits hier. Ja, also hier komm, zack, lass uns in Ruhe, hier hast du 1000. Er hält schon an, will er sie haben? Hä? Oh, wie geil ist das denn bitte? Ja. Die bleiben beide da vor den Toren stehen und gucken nur blöd. Und der keine 1000 bekommen hat, der hat uns kaputt gehauen. Ja, aber das will ich jetzt nochmal genauer sehen. Du schmeißt den jetzt mal ein bisschen mehr vor die Füße. Ich sag dir, die kämpfen auf unserer Seite dann. Eigentlich sind das auch nur Weltraumsöldner. Es sind ja auch nur Menschen mal gewesen, die wollen die Kohle haben. Ich gehe erstmal die Kohle holen. Kohle, wenn du sagst. Und auf geht hier mal 1000. Da war noch ein blaues Ding, vielleicht haben wir noch mehr drin. Ja, ein Medikit, das brauchen die noch mehr als wir. Schnell, eigentlich. Schnell, ich glaube, die kommen schon. Ja, hier. Ja, das ist den einen Trottel. Ja, das hast du immer dran. Aber wir wissen jetzt ja, das große Medikit ist gleich rechts. wollen wir noch einen Versuch starten? Ja, also ich will noch mal sehen, wie sie jetzt aufs Medikit reagieren. Beta-Tester Zockerzone. Und der Rücksetzpunkt ist ja fair. Ja, also. Richtig. Und weil wir ja sonst immer da wie Diamantschwerter durch Butter gleiten, durch die Levels, da können wir uns ja mal ein bisschen Zeit nehmen. So, der kriegt mal Medikit, weil er ein bisschen kränklich ist. Hier, Medikit. Medikits mögen die nicht. Okay. Guck mal, das war das beim Bombenerfolg da hinten. Hat sich gleich einen Luftzug auch mit. Okay, also man braucht nicht mal unbedingt tatsächlich vielleicht gar keinen Schuss bei den Verhalten, wenn man die gut ausrennt. Ah. Ich geb's auf. Okay. Also die wollen auch nicht so. Aber das war mein Fehler. Aber ich wollte mal gucken, was wir noch haben. Aber ich bin fasziniert, ne? Das wäre da was. Wie die da stehen bleiben. Vor den 1000 Credits. Wenn die wissen, wie viel Kohle wir haben. Vielleicht haben sie das hier jetzt beim zweiten Mal gepeilt und dann war denen klar. Wir geben denen quasi nichts. Ja, aber gehen wir zurück in den Original-Mode? Ja, jetzt haust du sie weg. Da kommen die ja schon. Wir haben es wahrlich probiert mit euch. Ah! Hilfe! Den hast du aber auch nicht gesehen. Nein, der war stand da direkt um den Fahrstuhl irgendwie scheinbar, ne? Er wurde dann hingespawnt. Also ich will den Rekord aus der letzten oder vorletzten Folge, wann auch immer das gewesen ist, einstellen. Wir haben hier eine Stasi-Station in der Nähe. Lauf. Oh mein Gott. Ich will es ja auch mal schaffen. Irgendwann ist nicht mehr lustig hier. Du hast ja auch eigentlich letztens doch gut auch mit dem Ripper gekriegt eigentlich, ne? Ja, aber es war gefährlich. Ich hab's zuerst ein bisschen angeritzt und danach drauf geschossen. Okay. Ja, so richtig geil finde ich es auch nicht, muss ich sagen. Nimm eine andere Waffe. Wenn der explodieren würde, wenigstens. Wenn der explodiert wäre, wäre alles gut dann, gewesen. Ja, dann wäre das wäre ein Erfolg gewesen. Jawohl. Schönes Ding. Sind da noch mehr? Da einer. Stimmt. Zwei noch. Du kurz davon, mir die Kids zu nehmen. Nein, das. Schau mal, da ist er mich immer eingekreist, Digga. Oh Gott. Das Ding. Oh. Ja, Digga. Oh, das war's. Ja, ich muss hier Medikit nehmen, Alter. Wenn mich einer umbringt, bin ich tot. Oh. Tja!
Denn nicht dieses Mal. Ja, dann würde ich sagen, sind wir wie immer am Ende der Folge. Und eins versuchen wir nie wieder, Diplomatie, würde ich sagen. Ja, also zumindest nicht bei den Kleinen. Vielleicht, wenn wir nochmal irgendeinen anderen abgefahrenen Gegnertyp, der vielleicht ein bisschen kompromissbereiter aussieht, vielleicht kriegt er dann nochmal einen Versuch, aber bisher... Ich bezweifle es. Ja, auch. Vielleicht probiere ich es nochmal in einem meiner Folgen. Vielleicht hast du mehr Erfolg. Genau. Hast du recht. Alles klar. Ja, schaltet wieder an, wenn es ja Soccerzone spielt, Dead Space. Bis dann. Bye-bye.